Die Pkw-Maut. Eine der größten Geldschlucker von ganz Deutschland. Doch was ist überhaupt diese Maut? Das alles nach dem Intro. Was ich letzte Folge überhaupt nicht vergessen habe. Herr Scheuer, bitte, wir sollten uns jetzt nicht hier gegenseitig Märchen erzählen. Ja, ich habe andere Rechtsauffassung als der EuGH. Wir schreiben die 90er Jahre. Neben der Wiedervereinigung von Deutschland gab es eine Straßenverkehrsinfrastruktur, die nicht gerade allzu geil gewesen ist. Beziehungsweise gab es Finanzierungsprobleme bei der Infrastruktur. Siehe auch Deutsche Bahn, wo man auch sehr viel sparen wollte. Um die Infrastruktur in Deutschland zu finanzieren, kamen die ersten Gedanken auf, dass man ja eine Pkw-Maut einführen könnte. Damals war es teilweise auch nicht so richtig konkret gewesen. Das Thema Pkw-Maut kam erst richtig in Schwung im Jahre 2005. Denn 2005 gab es eine Diskussion in Deutschland, die wirklich sehr dumm gewesen ist. Denn man wollte die deutschen Autobahnen und weitere Straßen privatisieren. Investmentbanken sollten dann diese Straßen besitzen. Ja, das war wirklich mal ein Diskussionsthema gewesen. Auf jeden Fall gab es bei dieser Diskussion das Hauptthema Pkw-Maut. Gott sei Dank war damals die schwarz-rote Regierung dagegen gewesen. Wir wollen keine Pkw-Maut, da die deutschen Autofahrer sowieso schon finanziell belastet sind. Versuchen sie es in ein paar Jahren nochmal. Dann sagen wir vielleicht ja. Danach, um 2010 rum, begannen die ersten CDU-Politiker Sympathien für die Pkw-Maut zu haben. Vor allem die von der CSU. Also die coole soziale Union. Und was sagt jetzt die CSU zur Pkw-Maut? Die CSU ist eine Partei für Oster. Über mehrere Jahrzehnte. Keine Diskriminierung. Für alle jetzt eine Maut in Europa. Ja, ihr hört richtig, eine Ausländermaut. Das heißt, dass nur die Ausländer bezahlen müssen und die in Deutschland lebenden Bürger nicht. Beziehungsweise wird das mit den Kfz-Steuern irgendwie ausgeglichen. Ganz nach dem Motto, ey, wenn wir schon so oft in anderen Ländern für die Autobahnnutzung bezahlen müssten, dann können die ja bei uns Geld für die Nutzung zahlen. Diese Worte, oder leicht ähnlichen Worte, sagte Horst Seehofer, der Parteivorsitzende von der CSU. Aber wie gut ist überhaupt so eine Pkw-Maut? Nun ja, man muss natürlich sagen, dass Deutschland das Land der Mitte ist. Wir stehen mitten in Europa und sind das Tor zum Osten, zum Westen, zum Norden und zum Süden. Da macht es ja am meisten Sinn, die Menschen abzucashen. Aber wie werden sich die ganzen Länder dabei fühlen? Werden da nicht sogar ein paar Länder klagen? Und geht das überhaupt europarechtlich? Dürfen wir einfach so unsere Position in Europa ausnutzen? Das alles war damals für die Befürworter meistens egal. Zumindest meinte Horst Seehofer damals, dass man nicht alles so juristisch betrachten müsste, sondern es einfach mal machen müsste. Also nicht erstmal auf die gesetzlichen Sachen schauen, sondern einfach mal machen. Das hat ja schon immer sehr gut geklappt. Die CSU weinte dann die CDU und die SPD voll und am Ende des Tages, oder beziehungsweise am Ende der Koalitionsverhandlung, wurde die Pkw-Maut mit reingeschrieben. Logischerweise gab es viele Juristen des Bundesverkehrsministeriums, die Alarm geschlagen haben. Die Pkw-Maut wird doch vor dem Europäischen Gerichtshof gar nicht durchkommen. Die werden Nein sagen. Alexander Dobrindt, der damals neue Bundesverkehrsminister, sagte, dass die Maut theoretischerweise schon 2015 durchgesetzt werden kann. Und wenn ihr meine Videos kennt, dann wisst ihr, dass sowas nicht angehalten wird. Und bei so einer Sache, die nicht mal gesetzlich fest ist, ist es ja klar, dass es nicht direkt durchgesetzt wird. Nach der Wahl veränderte man aber erstmal den Begriff Ausländermaut, weil er sich wahrscheinlich zu negativ anhörte, und nannte es dann Infrastrukturabgabe. Pkw-Maut wäre ja zu einfach gewesen. Und ohne ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes ging es erstmal weiter. Es gab trotzdem jedoch schon laute Stimmen von außen. Obwohl Österreich auch eine Pkw-Maut für Ausländer besitzt, wollten sie nicht, dass wir Deutschland sowas einführen. Die österreichische Verkehrsministerin war kurz vorm Exitus und drohte, bis zum höchsten Gericht gehen zu wollen. Dobrindt sagte, dass er kein Verständnis für die österreichische Mautmaulerei hat. Der österreichische Georg Willi sagte dann noch was dazu. Im Prinzip gab es eine politische Schlägerei darüber, ob das alles so gut ist, was wir Deutschen gerade machen. Kurz vor der österreichischen Wahl 2017 sagte der Verkehrsminister von Österreich, dass er Deutschland verklagen wird. Und Ende 2017 wollten die Niederlande auch sich der Klage anschließen. Das kommt davon, wenn man es einfach mal macht, ohne auf juristische Probleme einzugehen. Problem dabei waren aber auch die Preise und die Einnahmen der Maut. Denn zuerst müsste man richtig, richtig viel Geld reinstecken. Und hier hat die Regierung sehr viel verschissen. Obwohl es noch kein richtiges Urteil darüber gab, gab es schon Aufwendungen für die Pkw-Maut. Im Bundesverkehrsministerium gab es seit 2013 mehrere hunderttausend Arbeitsstunden, wo man halt über die Pkw-Maut diskutiert hat.
Hier könnte man gleich erwähnen, dass das halt wirklich eine der größten Ressourcenverschwendungen ist von ganz Deutschland. Es wurde wirklich unnormal viel Geld und Zeit reingesteckt. Und von generellen Kosten der Maut schwankte man immer hin und her. Die einen sagten, es kostet nur 300 Millionen Euro, die anderen sagten, es kostet 450 Millionen Euro, obwohl man im Gesetzentwurf von 195 Millionen gesprochen hat. Also, und dabei wusste gar keiner, wie viel Geld diese Maut überhaupt einbringen würde. Während der Verkehrsminister von 500 Millionen jährlichen Mehreinnahmen sprach, sagten andere wieder, dass man vielleicht nur 260 Millionen Mehreinnahmen hätte. Dazu kommen noch die Klagen der beiden Länder Österreich und Niederlande, der Fakt, dass die EU das eigentlich gar nicht so richtig will. Die haben vor allem oft gesagt, dass man es ja wie in Frankreich und Italien machen könnte, wo jeder zahlen muss. Zudem wird gesagt, dass die Pkw-Maut unsozial sei und gar nicht so viel bringen würde. Denn auch das Argument, dass man durch diese Infrastrukturabgabe ja die Infrastruktur stärkt, ist ein bisschen schwierig. Man könnte halt nicht 60 Milliarden mit vielleicht allerhöchstens 500 Millionen Euro ausgleichen. Es sind halt nur ca. 5% ausländischer Autofahrer auf unseren Straßen, weswegen man gar nicht so viel Geld rausschöpfen könnte. Und die Sache mit der Kfz-Steuer ist auch so ein bisschen schwierig. Aber das alles können wir ganz kurz mal wegschieben. Denn glauben Sie an Gott? Nee, Spaß. Denn was ist jetzt mit diesem Urteil des Europäischen Gerichtshofes, von dem ich die ganze Zeit gesprochen habe? Müsste das nicht irgendwann mal fertig sein? Und wenn es dann fertig ist, können wir dann überhaupt die Maut durchsetzen, wo wir schon so viel Zeit und Geld reingesteckt haben? Die Entscheidung kam am 18. Juni 2019. Also gar nicht spät oder so. Und was kam raus? Das, was alle schon wussten. Die Pkw-Maut in Deutschland würde gegen das EU-Recht verstoßen. Es würde zu einer Diskriminierung der ausländischen Fahrer führen. Problem dabei, dieser Herr hier und seine Vorgänger und so weiter und so fort haben ja schon sehr viel geplant, sehr viel Zeit reingesteckt und sehr viel Geld reingesteckt. Da will man ja gerne wissen, was jetzt Andi Scheuer dazu sagt, der damalige Bundesverkehrsminister. Herr Scheuer, bitte, wir sollten uns jetzt nicht hier gegenseitig Märchen erzählen. Ja, ich habe andere Rechtsauffassung als der EuGH. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Vor lauter Schrecke und juristischen Problemen, die man gar nicht vorhersehen konnte, kündigte Andi Scheuer noch am selben Tag Verträge mit Mautbetreibern und all den anderen Quatsch. Wie zum Beispiel CTS Aventim. CTS Aventim und Kapsch, der österreichische Mautbetreiber, forderten noch eine Offenlegung der Verträge, die sie mit Scheuer gemacht haben, aber das ging dann auch nicht wegen Geschäftsgeheimnissen. Am Ende machte der Verkehrsausschuss des Bundestages eine Sondersitzung zum Thema Pkw-Maut. Denn was passiert nun mit dem ganzen Geld, was man ausgegeben hat? Müssen wir Steuerzahler das jetzt wirklich alles bezahlen, obwohl wir nicht mal daran richtig schuld sind? Der Bundesrechnungshof rügte 2019, dass das, was Scheuer gemacht hat, gegen das Haushaltsrecht verstoßen hat. 2023 erst kam wirklich raus, wie viel Geld wir eigentlich bezahlen müssen. Und zwar 243 Millionen Euro Steuergelder. Da wird man sprachlos. Das heißt, man hat jedem deutschen Bürger so viel Geld aus den Taschen genommen und hat es einfach weggeworfen. Perfekt. Ich glaube, jetzt verstehen manche, warum Andi Scheuer nicht gerade so beliebt ist bei den meisten Leuten. Vergessen darf man natürlich auch nicht, dass es natürlich noch ein paar andere Leute gab, die auch dafür gewesen sind. Also wir können jetzt nicht nur alles auf Andi Scheuer schieben. Natürlich hat er auch sehr viel dafür getan, aber es gibt natürlich noch andere Leute, die auch ein bisschen Scheiße gebaut haben. 2023 gab es tatsächlich schon Gerüchte, dass man Andi Scheuer vielleicht sogar anklagen kann. Man hat es tatsächlich schon ein paar Jahre vorher probiert. Vor allem die Grünen, Linken und die FDP wollten Scheuer anzeigen. Es gab nämlich ein Gutachten über den ach so lieben Andi, jedoch wurde am Ende davon abgeraten, ihn anzuklagen. Da man nicht genau feststellen konnte, ob er es alleine jetzt gewesen ist und man dafür nochmal sehr viel Steuergeld bezahlen müsste. Also, es wird sich auch wieder hier von jeglicher Schuld abgewiesen. Wenn man nämlich Andi Scheuer in diesen Interviews sieht, dann sieht man einfach, dass er nicht so wollte und dann redet er sich da so ein bisschen raus. Jetzt kann ich nochmal diesen Clip verwenden. Geil. Aber Scheuer lassen wir jetzt mal ganz kurz weg. Denn die Pkw-Maut ist klar und deutlich gescheitert. Aber gibt es immer noch Vorschläge für eine Maut? Leider ja. Und sie kommt wieder aus dem Süden. Jedoch gibt es jetzt einen anderen Ansatz, den ich jetzt auch nicht so geil finde, aber der ein bisschen moderater ist. Habe ich moderater gesagt? Ich meinte radikaler. Manche fordern nämlich, dass jeder in Deutschland Geld zahlen muss. Und zwar pro gefahrenen Kilometer auf so gut wie allen Straßen. Ja Mann, das wird bestimmt die Lösung sein. Da wird kein Autofahrer sich drüber aufregen. Das wird auch gar kein Chaos geben. Und das wird auch gar nicht so viel Geld kosten. Nein, nein, nein. Das wird auf jeden Fall gut ausgehen. Ich persönlich glaube, es wird nicht gut ausgehen. Aber es ist noch nicht komplett durch, also die reden gerade noch drüber, diskutieren drüber, mal gucken. Man muss aber auch wieder sagen, dass unsere Ausgaben für die Infrastruktur nicht gerade wenig sind. Also eine Lösung für die Bezahlung der Infrastruktur muss es auf jeden Fall irgendwann geben. Ich glaube nur nicht, dass diese Lösung richtig ist. Zum Abschluss kann ich sagen, was für eine Scheiße. Warum hat man schon so viel ausgegeben und geplant, wenn man noch nicht mal wusste, ob das alles rechtlich funktioniert? Warum musste man es denn einfach mal machen, ohne auf juristische Folgen einzugehen? Und warum ist Andi Scheuer... Okay, wieder runterkommen. Warum hat Andi Scheuer nicht an die Steuerzahler gedacht und einfach diese Maut weiter gerechtfertigt? Und warum besitzt er noch eine so ekelhafte Arroganz, dass er ja
andere Rechtsauffassungen hat als der Europäische Gerichtshof? Warum kann man nicht einfach mal ganz menschlich verkünden, dass man einfach dumm gehandelt hat und sich aus dem politischen Leben zurückziehen wird? Warum sitzt dieser Typ überhaupt noch im Bundestag? Warum können wir nicht einfach nach Amerika ausfliegen, damit er da ein bisschen Scheiß anstellt? Und warum hat ein Markus Lanz Scheuer so einfach hops genommen? Es gibt immer in der Politik auch harte Zeiten. Ja. Die harten Zeiten habe ich in dem Thema PKW-Maut, ja, weil es einen Untersuchungsausschuss gibt. Ja. Ich sehe Ihnen eine Chance. Ich meine, Sie persönlich haben auch harte Zeiten gehabt. Ja. Sie haben auch nicht immer nur geradlinig. Lenken Sie nicht ab. Ja. Wirklich. Lenken Sie nicht ab. Stichwort Wetten, das und Co. Da gab es aber keinen Untersuchungsausschuss, soweit ich weiß. Und 560 Millionen hat das auch nicht gekostet. Aber was denkt ihr denn über die gescheiterte PKW-Maut? Über das PKW-Maut-Desaster? Schreibt es gerne sachlich in die Kommentare. Und fällt euch was auf? Ich habe bisher noch keinen Demean-Joke gemacht. Okay, was sagt Andi Scheuer, wenn er mal wieder Steuergelder verschwendet hat? Na Gott sei Dank wohne ich nicht in Demean. Okay, so, wir sehen uns im nächsten Video und dann haut rein. Ciao. Ein Automobile, zwei Automobile. Automobile, sechs Automobile, sieben Automobile.